könnte er rausgehen. Er sieht mein Gesicht. Er so. Darf ich Wasser trinken oder ist das Produktplatzierung? Hallo. Aesthetics! Und hier, Ella. 5000 Euro Schuhe. Hallihallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit einem Special Guest. Ella Vendetta! Wir haben heute auf jeden Fall zwei coole Videos für euch. Eins auf ihrem Kanal, könnt ihr nach diesem Video mal vorbeischauen, ist in der Infobox verlinkt. Und auf diesem Channel was ganz Besonderes, denn die gute Willen Format starten auf ihrem Channel. Und ich werde hier heute das erste Mal das einleiten quasi. Wir haben hier... Oh, Entschuldigung, 5000 Euro Schuh. Entschuldigung! Pata, Para, Burgundi, nennt ihn wie ihr wollt. Und ich möchte eben ein Format starten und ich habe keine Ahnung von Schminke, aber ich möchte gern schminken und ich liebe Schuhe. Ich möchte Schminke inspiriert von Sneakern quasi. Ne, habe ich das richtig erklärt? Ja, genau. Schon, ne? Ja. Und ich habe den buntesten ausgesucht, weil das kriege ich selbst nicht hin. Ich dachte mir so, hier, wir fangen mal mit so einem komplizierten Schuh an. Ja, wir schauen mal, was wir machen. Also wir werden quasi ein bisschen Sneaker-inspired Make-up-Look jetzt kreieren anhand dieses Modells und... So viel, der war teuer. Okay, gut. Wir legen ihn beiseite. Ja. Gut, danke, tschüss und wir fangen jetzt an. Wir slide right into it. Let's go! Guck mal, Foundation. Komm. Wo willst du mit diesem Hell? Vor allem das ist noch das Dunklere, das ist noch heller. Ja, es ist, ach so, ja, du bist professionell, man muss darauf achten, ne? Beeil dich, ich bin ungeschminkt. Ich will das den Leuten nicht antun. Kannst du meine Nase gleich so konturieren, also so, dass sie gar nicht mehr da ist? Lord Voldemort, du kannst es bestimmen. Lord Voldemort. Zack, keine Nase mehr. Ich habe heute so Punkte hingemacht, das habe ich mir auch mit dem so eingearbeitet, das fand ich irgendwie voll cool. Das hat eigentlich voll gut funktioniert. Schön, dass du jetzt Experimente startest. Spaß, okay, dann mische ich es doch lieber hier auf den Pinsel, nicht, dass du Angst bekommst. Hast du ein Problem mit deinen Ohren? Ich so. Ich habe ja immer Haare davor, ne? Die Leute wissen gar nicht, dass ich Ohren habe. Ah, wow. Ich habe Ohren. Oh ja, können wir bitte die Seite auch noch frei? Nein, ich habe nur ein Ohr. Sieht bestimmt aus wie Lady Gaga 2012. Ist immer so ein bisschen... Er ist neu, weißt du? Er ist so ein bisschen... Neu? Ich dachte, da ist nichts mehr drin. Ich könnte jetzt natürlich den Pinsel, den ich immer nehme für Concealer, ne, aber das ist eigentlich ein Foundation-Pinsel. Das ist ein Buddy-Pinsel. Einmal. Guck mal, ich mach nur ihn hier. Kommst du damit zurecht? Mhm. Ist das okay? Mhm. Ist das normal, dass ich Vögel sehe? Ich würde eher sagen Spinnen in diesem Zimmer. Wollen wir doch eine Challenge drehen? Ich konturiere so voll selten bei anderen so die Nose, einfach weil ich mir so denke, ich habe so die Methode für meine gefunden. Reicht auch. Wenn jemand anderem jetzt Nase konturieren, keine Ahnung, welche Produkte da am besten auf der Nase, auf der Haut so funktionieren. Weißt du, weil wenn ich so konturiere, ich mache immer so... Mann, sei doch ehrlich, du willst einfach nur nicht... Du weißt, dass du ganz viele Produkte benutzen musst, weil du so richtig raufklatschen musst, weil so Fußballfeld. Du holst Dings, wie nennt man diese Rolldinger für die Wand? Einmal rüber. Nur für die Nase. Einmal vorne an der Seite. Oh, die Landebahn. Wo sind jetzt mein Augenbrauenpinsel? Oh, anstrengend, muss ich mich jetzt nochmal bewegen? Oh, ich kotze. Auch mit deinem Nagel. Ich krieg jetzt einfach meine Farbe, keine Ahnung, ob die passt, aber ist okay, ne? Augenbrauen sitzen oder was? Oder ja, ich würde sagen, jetzt ist alles fertig. Lidschattenbase. Oh, Lidschattenbase. Oh, jetzt wird's ernst. Und das ist so aggressiv drauf. Ich glaube, ich habe mich immer falsch geschminkt, ne? Okay. Ah, bringt das wirklich was oder ist das nur so ein Beauty-Ding? So dieses... Nee, das bringt schon was, weil sonst kriegst du so viel. Fallout. Ah, ich hab Fallout, Leute. Oh, Ella hat gelernt. Und sieht gut aus? Ist ein Traum. So, jetzt schon Fragen. Boah, ich bin wirklich, ich bin so nervös, ich atme nicht, ne? Echt? Warum? So krass. Ich werde gleich so einfach so umkippen. Also, weil ich sonst nie Pass geschminkt out. Werde. Okay. Echt? Nein, weil mir sonst schön. Nie jemand so nahe kommt. Oh, Bibi. Hauke, Bruder, was ist los mit dir? Er sieht rausgehen. Mein Gesicht. Er so die ersten Dinge, die ich gelernt habe, Fallout und Verblenden. Verblenden immer ganz wichtig. Ein bisschen goldener Glitter geht immer. Oh, okay. Wo siehst du hier Gold? Aber das ist so gelb. Ah, oh, Gelb-Gold. Okay. Oder darf man das nein, nicht? Nein, mach doch. War doch jetzt einmal okay, jetzt, okay, jetzt ist Panik. Panik. Abbruch, nein, Abbruch. Nein. Tschüss. Nein, du machst. Du bist der Chef. Ich schwöre, du bist gleich richtig Lady Gaga, ey. Ich hab mir extra die Nase vergrößern lassen. Wir machen dieses das Ding, das Puder weg. Zack. Zack. Oh, oh. Oh, 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 oh. Nase war im Weg. Oh. Ja, Traum ist das so. Und dann nehmen wir jetzt nochmal ein bisschen das Gold. Oh, oh, schon wieder hoch. Oh Gott, hoch. Okay, hoch. Ja, er guckt hoch. Ich guck immer noch hoch. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Nochmal? Ja.
Oh, ich habe jetzt zwei Augen. Scheiße. Aber Lidstrich. Ich fühle mich jetzt schon voll. Ich weiß nicht, wie ich aussehe, aber ich habe das Gefühl... Wird. Wenn Wimpern drauf sind, ist immer alles super. Okay. Ist halt eine dezente Farbe, ne? Und alle Leute sehen das Video und schreiben schon drunter. Nein, Edda, Abbruch, renn, Abbruch, renn. Geh, wirklich, es sieht nicht gut aus. Ja, aber das Ding ist, der Schuh hat halt blau, ne? Deswegen knallhart. Und das ist entweder blaue Lippen oder halt blauen Lidstrich. Da würde ich eher sagen blauen Lidstrich. Ja, besser. Oder? Wir umranden den noch mit weiß, dann ist bestimmt voll Quality. Okay. Guck mal, was hier Schönes passiert. Und alle so seit einem Jahr. Marvin, schmink doch mal Edda. Und ich so, Panik, Panik. Ich habe noch nie mit jemandem so ein krasses Make-up geschminkt. Weil so Schuh inspired, okay, ich will nicht. Du kannst, nee, nicht kannst anfassen. Du bitte hochheben. Warte, so. Warte. Kannst du schon mal so ganz kurz, ne? Drehen? So ein bisschen, okay. So, weißt du, so? Ja, guck, also so langsam. Jetzt, guck, jetzt machen wir noch ein bisschen weiß. Weiße Umrandung des Eyeliners, weil das Sohle ja auch voll viel Weiß Senkel mit drin und so, ne? Mhm. Darf ich Wasser trinken oder ist das Produktplatzierung? Ich ja. Trinke so. Saskia Roberto, man weiß nicht, wie sie heißt. Ich verdecke. Mhm. Könnte jetzt auch eine Susanne sein, ne? Wird das jetzt ein Nike-Zeichen? Aber okay, schon. Moment, atmen. Ich hab grad... Ich atme schon nicht mehr. Ich dachte, du ziehst es runter. Mache ich mit dem hier. Guck mal, so. Für mich reicht. Für mich nicht. Unten auch. Ja. Machst du es nie? Habe ich früher mal gemacht, dann nicht mehr. Was ich immer so krass finde, bei dir ist auch so, deine unteren sind halt auch so lang, wenn nicht sogar ein Tick länger als die oberen. Ja, voll. Und dann, wenn man keine Fake-Lashes dran klebt, dann sieht es halt komisch aus. Das ist bei mir auch so. Ich fühle mich schon, merkst du, ich mach schon die Haare. Ja, kannst du gar nicht wieder zurück machen. Was wird, muss man das so machen? Kann es sein, dass du mich anders schminkst als andere? Muss ich so machen? Nee, lass mal. Okay. Haust du bei jedem so drauf? Ja, das, also bei denen passt schon. Ach so, okay. Oh, warum da? Da habe ich ja noch nie konturiert. Oh, ist mein, was hast du gegen mein Kinn? Kennt ihr den Papagei auf der Fruit Loops Packung? Das bin ich. Rouge. Grinst mal so ein bisschen. Sei mal süße, Edda. Ja, oh. Das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel. Good Anastasia. Highlight, das kann jetzt erstmal dauern bei dir, ne? Okay, alles klar. Dein Nachbar ist der Knaller. Verteilen wir mal. Boah. Ich tippe einmal so durch, alles gut. Okay, okay. Ich fange hier an. Komm mal rum und geh so rüber, weißt du? Alles gut? Nicht so. Ja, richtig Spaß, ne? Dein Nachbar die ganze Zeit. Ja, ich glaube, ja? Ist gut. Ja, Kylie Jenner ist halt am Start. Wieso? Wie ich mich an dem Schuh festhalte, bin ich fertig. Bist du ready? Ja, ich halte mich am Schuh fest, weil ich bin nervös. Okay, oh. Hallo! Krass. Ey, aber wir haben, ganz ehrlich, kein Everyday-Make-up. Aber du hast die Challenge, hast du... Bestanden? Nee, ernsthaft. Leute, mit dem Blau, könnt ihr das sehen? Ja, Pata Para Burgundi. Ich kann gerade nicht reden, ne? Ich bin gerade wirklich voll schockiert. Das sollte ein Format werden, ne? Also, Pressure is real jetzt, ne? Jetzt kommt er mit sowas. Ich dachte so, ey, der verkackt das hier bestimmt. Du so. Ich dachte so, verkackt und dann so, ah, kannst du bei mir besser machen. Ja. Der erste Schuh, den ich mache, ist dann einfach nur schwarz-weiß. Ja, wieso nicht, ne? Los geht's. Krass. Einfarbig einfach. Nein, aber wirklich richtig gut, Leute. Sieht schön aus. Wow. Ich fühle gerade... Du fühlst du schon so Pose. Du kannst ihn auch so ablecken. Das ist vielleicht für Thumbnail ganz gut. So seitlich und dann so. Das kannst du machen. Make-up leider nicht drauf. So Leute, das war's von uns beiden für dieses Video. Es geht jetzt weiter auf Eddas Kanal. Dort haben wir noch ein weiteres Video für euch, das auch sehr lustig und spannend ist. Und vergesst sowieso nicht bei ihr vorbeizuschauen und sie zu abonnieren. Denn dort wird es ja bald den Format geben mit Schuhen. Mit Schuhen und Make-up. Also, dass sie aussieht wie ein Schuh einfach. Best immer. Of two worlds, ja. Ja, Gesicht wie ein genau. Turnschuh. Passt. Däumchen nach oben nicht vergessen, wenn das Video euch gefallen hat. Und abonnieren uns gerne, nicht vergessen. Ne? Oh ja, genau. Und Video von mir... In der Infobox oder irgendwo hier. Oh, sie hat gelernt. Ja, Freunde, das war's. Schreibt gerne Feedback in die Kommentare und dann sehen wir uns gleich auf Eddas Kanal. Tschüss! Ja, jetzt übertreib nicht, ne?
Hä, lass mich doch die Leute küssen. Küss doch! Küss! Los, küss! Los! Küss! Ja, cool. Super. Traum. Super. Hammer. Ich geh mich mal abschminken.